und herzlich willkommen zur Webweinschule. Heute mit der Rebsorte Blaufränkisch. Oder Lemberger. Das ist das Gleiche. Weswegen wir schon wieder nicht mit der Frage beginnen können, wo kommt die Rebsorte her, sondern diesmal mit, wie heißt sie wo und warum? Wir beginnen mit der Legende, als Napoleon mit seinen Truppen durch Ungarn zog, bezahlte er seine Soldaten in roten Francs. Der Franc in Frankreich war blau. Und die ungarischen Winzer bekamen das schnell mit und verkauften die Weine aus ihren besten Rebsorten nur noch gegen die blauen Francs. Und Keck heißt blau und Frankos war der Franc und geboren war der Keck Frankos. Das übersetze ich ins Österreichische ganz schön mit Blaufränkisch. Die Geschichte ist ganz hübsch, die Quellenlage allerdings recht dünn. Ich würde sagen, wir mögen Legenden. Nach Deutschland kam die Rebsorte über Lemberg, aber nicht das Lemberg, die Großstadt in der Ukraine, sondern Lemberg bei St. Marein in der Untersteiermark, heute Slowenien. Und weitere Stöcker kamen über Limberg im Weinviertel. Weshalb man in Deutschland stets wechselte zwischen Limberger und Lemberger, bis man sich einigte. Heute ist man sich nicht so einig, allerdings bei der Frage Lemberger oder Blaufränkisch. Die Franken sagen Blaufränkisch, was ein Wunder. Und die Württemberger sagen Lemberger. Der Rest würfelt das wild durcheinander. EU-Recht sagt, man darf so viele Synonyme verwenden, wie man will. Und jetzt zurück zur Frage, wo kommt sie her? Steiermark ist der Ursprung, da macht heute kaum jemand noch Blaufränkisch. Das Burgenland in Österreich war lange das Epizentrum mit 2500 Hektar. Heute ist Ungarn mit 8000 Hektar König. Tschechien, Slowakei, Rumänien, alles stark rasant steigend. Ja, in Deutschland haben wir auch um 2000 Hektar im Ertrag, stabil wachsend und 90% davon stehen in Württemberg. Kommen wir zur Frage, was ist das Besondere am Blaufränkisch? Weinbautechnisch ist die Rebsorte eher durchschnittlich, was Ertrag und Empfindlichkeit angeht. Sie ist besonders frosthart, aber sonst nichts Besonderes. Spannender ist es, sich ihr zu nähern über die Geschmacksfrage. Es ist so eine Art Pinot für Menschen, die kein Pinot mögen oder Chianti Light. Oh, Chianti Light, ich distanziere mich. Naja, es ist sehr flapsig ausgedrückt, aber du hast eine Idee, was ich damit meine. Ja, ich übersetze das mal. Es gibt tatsächlich eine Menge Menschen, die Spätburgunder oder Pinot Noir nicht so gerne mögen, auch wenn es mir das Herz bricht. Ja, die finden dann, das ist dünn und sauer. Gleichzeitig spielt der Pinot Noir in der Weinwelt allerdings eine sehr große Rolle, gerade als Essensbegleiter. Diese präsente Säure ist in der Speisenbegleitung sehr wichtig und auch die Eleganz und der schlanke Körper gibt der Speise oft einen schönen Raum. Und Lemberger hat halt ein bisschen mehr Bums, ein bisschen mehr Frucht. Eben nicht so, dass man denkt, das ist gar kein richtiger Rotwein. Wir haben das bei anderer Gelegenheit schon mal gesagt. Blaufränkisch hat diese Anmutung von Sonne in Flaschen, von der immer noch viele Menschen denken, das geht in Deutschland gar nicht, weil es nicht warm genug dafür ist. Ja, was uns gleich zur nächsten Frage bringt. Was macht man für Weine aus Blaufränkisch? Da ist vom Alltagswein bis hin zum großen Kino alles dabei. Außerhalb Deutschlands durchaus spannende Cuvées aus Blaufränkisch mit Cabernet Sauvignon und Merlot. Beim Holz sind die meisten Winzer zurückhaltend, also eher nicht 100% neues Barrique. Und auch ansonsten setzen sie nicht auf maximale Gerbstoffextraktion. Das haben wir nie erklärt, das machen wir jetzt mal. Wie kann der Winzer das beeinflussen? Und zwar ganz simpel schon mit der Frage, ob er entrappt oder nicht. Also ob er ohne Stiele oder mit Stiele vergärt. Denn in den Stielen, in dem Holz, ist schon eine ganze Menge Gerbstoff enthalten. Und die zweite einfache Stellschraube ist die Befeuchtung des Tresterhuts. Denn bei der Rotweinvergärung, die Schalen, die ja mitvergoren werden, werden durch die Gärkohlensäure nach oben getragen und da meistens dann auch festgehalten. Ja, und da oben, wenn das oben schwimmt, dann laugt das natürlich nicht so wirklich aus und könnte sogar auch trocknen oder im schlimmsten Fall sogar auch schimmeln. Und deswegen wird dieser Tresterhut befeuchtet. Und die einfachste und schonendste Methode ist es einfach, Wein von unten nach oben zu pumpen und es so feucht zu halten. Und die andere Möglichkeit ist es, das unterzustoßen, die sogenannte Pigeage, wenn man mit einem Werkzeug das entsprechend nach unten stößt. Ja, und wenn man das mit ordentlich Schmackes macht, dann kommt da schon eine ordentliche Gerbstoffkonzentration zusammen. Kommt natürlich auch darauf an, wie lange man das zum Beispiel macht.
Beim Blaufränkisch also keine maximale Gerbstoffextraktion und zurückhaltender Holzeinsatz, Basisweine sogar ganz oft im Edelstahl. Das ergibt dann seidige Rotweine, wobei das Kerngebiet des Blaufränkisches mittlerweile doch sehr warm ist, also durch die Erderwärmung auch stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Und es gibt schon mittlerweile Blaufränkisch-Trinkmarmelade. Das ist nicht so unser Ding. Wer muss sich mit Blaufränkisch beschäftigen? Wenn ich den YouTube-Statistiken glauben darf, 90% von euch. Du meinst, die Schweizer sind entschuldigt? Ja, aber 90% unserer Zuschauer kommen aus Deutschland und Österreich und da ist das Pflichtprogramm. Was muss man trinken? Ich behaupte Basis, Mittelgewicht, große Reserve in gereift und was Exotisches. Und von wo? Deutschland, Österreich, beides? Das ist gehupft wie gesprungen, würde ich sagen. Fangen wir mal an mit den Sachen, die wir hier auf dem Tisch haben. Wir haben von Umatum den Blaufränkisch aus meinem Sortiment. Das ist eine gute Basis, allerdings für 12 bis 15 Euro auch schon eine Ansage, rein preislich. Aber machen wir nach den Gerbstoffen ruhig noch den nächsten Schlenker Weinpreise. Ich habe mal von meinem lieben Freund Bernhard Fiedler vom Neusiedler See die Basis daneben gestellt. Der kostet knapp die Hälfte. Ja, also wenn ich im Fachhandel so einen Wein verkaufen möchte, müsste mir der Winzer diesen für weniger als 50% des Abrufpreises verkaufen. Oder ich verkaufe ihn 50% teurer als der Winzer vor Ort. Und dann bleibt die Fachhändlerin halt auf dem Wein sitzen, weil mittlerweile die Leute halt durchaus die Preise googeln. Und deswegen haben die großen Namen mit den teureren Basisweinen die größere Verbreitung im Handel. Ja, und ich klopfe mal auf Holz, dass ich mit meiner sehr exklusiven Innenstadtlage hier von dem Phänomen nicht so betroffen bin. Aber zurück zu den Weinen. Was ist ein Mittelgewicht? Das ist beim Blaufränkisch gar nicht so einfach zu definieren. Ich habe hier nochmal dazugestellt von Bernhard den Leiterberg DAC. Was ein DAC ist, haben wir beim Weinviertel erklärt. Der ist so offiziell Reservequalität, aber ich finde, einige Leiterbergs sind auch Mittelgewichte. Ja, und dann haben wir den Eisenberg DAC. Da würde ich sagen, der einfache vom Krutzler ist Mittelgewicht ohne schmeckbares Holz. Und dann Eisenberg Reserve ist dann schon die große Reserve, wie wir das hier in der Webweinschule auch kommunizieren. Ja, und am einfachsten wäre es in der dritten burgenländischen Klassifikation Mittelburgenland. Da sind die Einstiegsweine die Basis und dann gibt es nämlich ein mittleres Segment, die Riedenweine. Und dann kommt die Reserve. Allerdings, und deswegen steht nichts davon hier auf dem Tisch, machen nur noch ganz wenige mittelburgenländische Winzer einen Riedenwein. Die meisten machen nur noch Basis und Reserve. Einfacher ist es bei den Württemberger VDP-Betrieben. Felix, hol doch mal den Ellwanger auf den Tisch. Der Tisch ist so voll, wir haben eine Österreicher auf dem Tisch, aber wir haben natürlich nicht nur Österreicher. Da ist Gutswein und Ortswein die Basis. Die erste Lage ist dann Mittelgewicht und klar, das große Gewächs ist die große Reserve. Was wir jetzt nicht auf dem Tisch stehen haben, ist von Ellwanger die erste Lage aus dem Verkostungspaket für Fortgeschrittene. Das habe ich Anja eingeschenkt. Weihnachten, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir werden übrigens nicht dafür bezahlt. Das ist wirklich, wirklich guter Stoff. Und das ist auch der Wein, der das beste und das meiste Feedback aus dem Paket bekommt. Und deswegen haben wir eben auch natürlich das große Gewächs von Ellwanger hier hingestellt. Überhaupt ist das ein Betrieb, wenn man das alles aus einer Hand haben will, also Basis, Mittelgewicht und Reserve, ist Ellwanger ein Betrieb, wo man einen sehr guten Eindruck gewinnen kann. Bleibt die Frage exotisches und wildes Zeug. Und einmal. Nur einmal oder das einzige Mal mache ich das wilde Zeug. Tada, Madame Schröder mit dem wilden Zeug. Ich habe nämlich zwei Winzer in meinem Portfolio. Das ist Klaus Preisinger und Horst Hummel. Beide wild und exotisch. Der Klaus Preisinger aus dem Burgenland, ein Winzer, der die sogenannten Naturweine produziert, immer sehr, sehr wenig Eingriff, ganz wenig Schwefel, aber wirklich großes Zeug. Zum anderen, wo ist er hier vorne, der Spatz, das ist Kick Frankosch von Horst Hummel, ein Berliner Rechtsanwalt, guter Freund von uns, produziert etwas wärmer im Villan im südlichen Ungarn, Kick Frankosch, auch ganz wenig Eingriff in die Produktion, ganz wenig Schwefel, großes Zeug, zwei Herzensweine, obwohl ich davon ja immer nur so ein kleines Gläschen trinken darf. Zum Schluss die Kultweine und da müssen wir die international gültige Definition von Iconwine ab 50 Euro schon wieder ein bisschen biegen, denn über 50 Euro gibt es gar nicht so viele Blaufränkisch.
Ja, der große von Preisinger und dann gleich einige von Moritz und Schiefer. Dann der Patriot von Tesch und aus der Lage Marienthal, gleich zwei Weine, der von Prieler, sowie der vermutlich bekannteste Rotwein Österreichs, der von Ernst Triebbaumer. Aber all die stehen nicht hier. Weil der Felix den Perwolf so liebt. Aber nicht nur ich. Es gibt tolle Loblieder von berühmten Kritikern auf diesen Wein. Ja, und ein leicht peinliches Bild von dir und einer 5-Liter-Flasche auf Instagram. Ich darf halt mehr als nur ein Glas davon trinken. Aber das ist nicht der Grund, warum wir ihn erwähnen, sondern er kostet knapp 50 Euro. Und wir wissen mittlerweile von euch, dass einmal im Jahr 50 Euro für viele von euch durchaus machbar ist. Und dann ist das hier ein ganz heißer Kandidat. Deutschland hinkt da noch etwas hinterher. Ja, ich glaube, das ist bei uns werden es die GGs aus dem Fellbacher Lämmler von Schneidmann und Aldinger sein, die irgendwann diesen Kultstatus haben, aber das wird noch eine Weile dauern. Bis dahin trinkst du Perwolf und ich trinke ein bisschen Blaufränkisch und ein bisschen Kickfrankosch. Ihr trinkt hoffentlich ganz dringend was davon und habt gemerkt, wie sehr wir diese Rebsorte mögen. Und wenn ihr diese Folge mochtet, dann spendiert uns doch einen Daumen.